Handwerker, liebe Selbermacher, liebe Do-it-yourselfer, liebe Maker und alle, die Freude haben am kreativen Schaffen und Werken. Mein Name ist Markus und das ist der Kanal von Fabricium. Herzlich willkommen. Ja, ich habe ein neues Deluxe-Werkzeug erstellt und zwar einen Deluxe-Zentrumsfinder oder Centerfinder, wie die englischsprachigen Kollegen sagen. Wozu braucht man so ein Werkzeug? Nun, wenn man ein zylindrisches Werkstück hat und man möchte die Mitte ermitteln, kann man das einfach an zwei Stellen damit anreißen und bekommt dann die Mitte ganz einfach und genau anmarkiert. Liebe Kritiker, ja, ich weiß, sowas kann man auch einfacher kaufen oder auch selber machen. Es gibt natürlich immer einen Plan B, wie man sowas günstiger machen kann. Mir ging es aber um ein hochwertiges und vor allem schönes Werkzeug. Und für alle, die einen Sinn dafür haben, denke ich, ist das vielleicht, hoffe ich, ein interessantes und kurzweiliges Video. Herzlich bedanken möchte ich mich bei dem Lupo 631, durch den wurde es letztendlich inspiriert. In einem Kommentar zum Mittenfinder, habe ich auch oben verlinkt, hat er sich so ein Werkzeug gewünscht. Lupo, ich hoffe, das ist das, was du dir vorgestellt hast. Bedanken möchte ich mich auch bei dem Hans-Joachim Blickle und dem Hansi und seinem Kanal. Der hat auch einen Holzwerken-Kanal, ebenfalls oben verlinkt, und der hat wirklich einen bunten Blumenstrauß unterschiedlichster Projekte. Er ist ein wahres Multitalent. Er kann so viele unterschiedlichen Techniken, vom Kochen angefangen, über Holzwerken, über Metall, alle Kunststoff, Lederbearbeitung, also wirklich alles Mögliche. Der Hansi ist wirklich ein Allrounder. Schaut euch seinen Kanal mal an, seine Videos. Es ist wirklich immens, was er da auch innerhalb kurzer Zeit immer raushaut und unter welchen Umständen er das auch macht. Bedanken möchte ich mich auch für das schöne T-Shirt, das er für mich erstellt hat. Da haben Sie ein Fabricium-T-Shirt, also wirklich innerhalb kürzester Zeit mit bester Kommunikation, bester Service, in sehr guter Qualität. Rundum Glücklich-Paket, Hansi, vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr auch so ein schönes T-Shirt wollt, wendet euch gerne an den Hansi. Ich denke, der ist der richtige Ansprechpartner dafür. So. Jetzt aber genug der Worte. Halt, eins muss ich noch erwähnen. Es gibt in dem Video auch ab und zu hier diesen Prototypen, den ich als erstes erstellt habe. Ihr kennt es sicherlich, man hat eine Idee im Kopf, bringt die aber nicht so recht zu Papier. Da ist es manchmal einfach schneller. Man wählt den Weg Designing by Doing. Das habe ich hier auch gemacht. Einfach mit Fichtenleisten, Sekundenkleber, schnell was zusammengeschustert. Und in dem Video seht ihr ab und zu diesen Prototypen. Und das ist das Finale. Also es gibt zwei verschiedene. Bitte nicht verwechseln. Und ja, jetzt aber wirklich genug mit dem Gerede und mit den Worten. Jetzt fangen wir an. Ich wünsche euch ein schönes Video und gegebenenfalls viel Erfolg und Freude beim Nachbau. Ja, liebe Zuschauer, ich verwende für den Deluxe Zentrumsfinder hier ein Stück Zwetschgenholz. Das hat so eine schöne braun-rötliche Farbe, ist relativ schwer, also dicht gemasert, und ich denke, das passt ganz gut. Dazu als Kontrast ein Stück Riegelahorn. Das Riegelahorn hat eben quer zur eigentlichen Maserung so einen Riegel, und je nachdem, wie man drauf schaut, erscheint der anders und dadurch wirkt es schon fast so 3D-mäßig. Also ich liebe dieses Holz. Das wird dann nochmal extremer, wenn man das Ganze anfeuert mit Öl zum Beispiel. Also dann wird es wirklich eine Augenweide zum Anschauen. Der Riegelahorn wird ja auch verwendet im Gitarrenbau zum Beispiel oder im Geigenbau, also generell Musikinstrumentebau, da macht man Böden draus oder Hälse draus. Also es ist ein ganz wunderbares Holz. Wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, was zu bekommen, unbedingt zuschlagen. Dann brauchen wir noch ein Stück Ebenholz. Ich habe jetzt hier eins mit einem Querschnitt von 20, denke ich, reicht aus. Eine Länge von 6 cm ungefähr. Ja, dann brauchen wir noch hier eine Präzisionswelle, eine Stahlwelle, die nimmt man üblicherweise her, zum Beispiel für den 3D-Druckerbau, bekommt man auch im bekannten Auktionshaus. Ich habe jetzt hier eine mit einem Außendurchmesser von 6 mm müssten das sein, ja, knapp 6. Und man kann sich die entweder gleich in der richtigen Länge kaufen, also zwei Stück a 200 mm, oder aber gleich einen Meter kaufen für weitere Projekte und dann eben selber mit der Flex zurechtschneiden, was ich gemacht habe. Dazu passend 4 Lagerhülsen, und zwar habe jetzt ich hier welche genommen mit einem Außendurchmesser von 8 mm, innen natürlich 6, passend dazu. Die haben innen eine PTFE-Beschichtung, also ein spezieller Kunststoff mit guten Gleiteigenschaften. Man hätte jetzt natürlich auch solche Sinterlager nehmen können, aber die sind zum einen schwerer, zum anderen haben sie einen größeren Außendurchmesser, also das hat jetzt hier 10. Dann wird das ganze Ding schwerer und klobiger. Fand ich jetzt nicht so gut, deswegen habe ich die kleinen hier genommen, und ich glaube, die gehen genauso gut. Und Holzstaub ist ja unterwegs, das heißt, wir wollen da auch keine Kugellager oder Lineallager haben, sondern ganz normale Hülsen reichen da aus.
Da brauchen wir noch einen M6er Messing-Spreizdübel und eine M6er Madenschraube von der Länge her so zwischen 30 und 35 mm. Ich habe jetzt hier eine gleich mit Spitze vorne dran, kann aber auch eine Platte sein, da müssen wir uns halt die Spitze hinterher selber hinschleifen. Ja, zu guter Letzt noch ein Stückchen Messing-Rundmaterial hier mit einem Außendurchmesser von 8 mm. Ging auch einer mit 10. Man kann auch eine Messinghülse nehmen, sage ich mal. Wichtig ist dann der Innendurchmesser von 6 mm. Die kommt dann als Endstopp quasi auf unsere Linearwelle drauf. In dem Fall müssen wir uns halt selber da noch eine Bohrung setzen. Genau. Ja, das war es dann im Wesentlichen auch schon. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Leim, damit wir das Ganze zusammen leimen können. Ein bisschen Sekundenkleber. Und hinterher noch was zur Oberflächenbehandlung. Ich werde wieder Öl nehmen. Ja, dann schneiden wir uns erstmal diese beiden Schenkel hier raus. Und zwar vom Querschnitt her mache ich den unteren. Den mache ich 15 mal 10. Und den oberen, den möchte ich ein bisschen höher machen, damit der da auch drüber geht, über diesen mittleren Bereich. Den mache ich 20 mal 20. Und von der Länge her, mal was haben wir da? Ungefähr 100. Ja, machen wir es halt ein bisschen länger. Abschneiden kann man es immer noch, also 110. Ja, also den einen Schenkel habe ich mir hier schon eingespannt und zwar mit der Hilfe eines rechtwinkligen Brettes hier. Habe also hier 90 Grad und die habe ich hier mit Tesafilm überzogen, damit man das nachher nicht festklebt. Und da schmiere ich jetzt ein bisschen Leim drauf auf den zweiten Schenkel und leim den da einfach dran. Und das schaut von der Gärung her sehr gut aus, würde ich sagen. Und das ziehen wir jetzt einfach ein bisschen fest hier mit einer kleinen Zwinge und ich denke, so passt das und das lassen wir jetzt trocknen. So, dann können wir unser erstes Stück hier schon mal aus der Klemme nehmen oder aus der Verleimpresse nehmen und ja, ich würde mal sagen, das schaut ganz gut aus, ist auch einigermaßen stabil. Vielleicht mache ich hinterher hier noch einen Dübel rein. Mal schauen. Gut, dann können wir uns jetzt eigentlich schon mit den weiteren Stücken befassen. Und zwar ist es zum einen eben, ja, wie nennt man denn hier, diesen Schieber. Und zum anderen dieses Befestigungsteil, in dem die Linearwellen befestigt werden. Gut, dann schauen wir mal von den Maßen. Da haben wir hier eine Breite von 36 von der Höhe her. Was haben wir da? Naja, ich würde mal sagen, sind es 18. Und da brauchen wir ein Stück von insgesamt, naja, machen wir mal 60, dann können wir es immer noch abschneiden. Und da kommt, wie gesagt, unser schönes Zwetschgenholz dran. Das Zwetschgenholz ist einfach auch ein wunderschönes Holz, finde ich. Wunderbar. So, ein Teilchen mit 20 mm habe ich mir jetzt schon abgeschnitten hier für den Schieber. Und jetzt kommt noch die Halterung hinten, wo die Stangen fixiert sind. Da nehmen wir jetzt mal 35. Das können wir ruhig ein bisschen länger machen als notwendig. Das sehen wir später, warum das Sinn macht. Also zum Verständnis nochmal kurz die zwei Teile, die ich jetzt ausgesägt habe. Das ist zum einen dieser Halter hier hinten und dieser Schieber. Und damit die dann von der Optik her auch wieder zusammenpassen, habe ich sie hier mit einem Dreieck gekennzeichnet, dass man sie im weiteren Verlauf immer richtig in der Konstellation hier miteinander verheiraten. So, jetzt habe ich mal hier mein Deluxe-Streichmaß eingespannt. Wenn es interessiert, ich habe ein Video dazu gedreht, wie man das baut, habe ich oben verlinkt. Und mit dem reißen wir uns jetzt hier 9 mm auf beiden Teilen an. Die Mitte und wir legen es aber immer so hin, dass die Markierung nach oben zeigt. Dann sind wir sicher, dass das auf derselben Höhe ist. Vielleicht habe ich mich ja um ein Zehntel vermessen. Bei beiden ist es dann gleich falsch, sage ich mal. Und dann ist es auch wieder okay. So.
Ja, den Abstand vom Rand habe ich auch wieder hier mit 9 mm gewählt und habe es auch jetzt schon angekörnt, die vier Stellen. Also hier muss man sehr präzise arbeiten, denn wenn es nicht exakt parallel läuft hinterher, dann funktioniert der Schieber nicht ordentlich. Ich habe da auch schon einige Fehlversuche bei meinem Prototypen hinter mir. Und ich habe auch schon mit einer Halterung gearbeitet, dass man es immer gleich einspannt. Aber ich glaube, letztendlich, wenn man hier exakt anzeichnet, sich Mühe gibt, wird es so fast besser. Ja, und dann kommen schon die Bohrungen für unsere Lagerhülsen hier. Die haben ja 8 mm Außendurchmesser. Wichtig, was unterlegen hier, nicht, dass wir unten auspflanzen, wenn wir da einfach so durchbohren. Dann schauen wir mal, wie es unten ausschaut. Ja, sauber. Kann man lassen. So, jetzt bin ich natürlich neugierig. Jetzt bauen wir es einfach mal probehalber schlampig zusammen, sage ich mal, damit wir mal einen ersten Eindruck kriegen, ob es funktioniert. Also die gehen schon mal rein. Und da hauen wir zwei kleine Lager, nicht ganz rein, weil sonst kriegen wir sie nicht mehr raus. Einfach nur andeutungsweise zur Hälfte. Reicht erstmal. Und dann schauen wir mal, ob es sich bewegen lässt. Oder ob es da schon hakt. Aber ja, ich würde mal sagen, das schaut gar nicht schlecht aus. Ja, das könnte was werden. Das geht einigermaßen leicht. Und das schaut gut aus. Ja, man sieht jetzt hier leider noch die Anrisse. Die schleifen uns jetzt erstmal raus, bevor es weitergeht. Ja, bevor wir die Lager in unseren Schieber kleben, rauen wir sie seitlich ein bisschen auf, dann haben wir eine bessere Klebeverbindung hinterher. Ich werde übrigens nur zwei Lager einkleben. Ich habe das mal kurz vorhin ausprobiert und ich habe den Eindruck, dass es mit vier Lagern nicht so schön läuft wie mit zweien. Bisschen Sekundenkleber drauf, das muss nicht viel sein, die müssen ja nicht viel aushalten und dann klopfen wir es hier rein. So, die Enden von den Linearwellen auch wieder leicht angeschliffen und dann entfettet. Und da machen wir jetzt wirklich ganz, ganz wenig drauf von dem Zwei-Komponenten-Kleber. Also das muss gar nicht viel sein, sonst batzt uns den bloß raus, wie man in München sagen würde, an der anderen Ecke. Also wirklich nur unten vielleicht, sagen wir mal, was haben wir da, einen halben Zentimeter, wenn überhaupt, ein bisschen einpinseln. Anstreichen und dann kleben wir die fest. Ja, da haben wir nämlich schon das Problem, dass das hier rauskommt. Weiß nicht, ob man es sieht. Muss man halt dann noch wegwischen gleich. Ja, also ich gehe jetzt da wirklich mit einem Hauch Aceton drüber, denn wir wollen das ja später ölen und wenn da überall der Epoxidharzkleber drauf ist, dann nimmt das Holz ja nichts mehr auf hinterher. So, dann schieben wir den Schieber auch gleich drauf, damit der Abstand stimmt. Also bei mir geht es jetzt zum Beispiel unten ein bisschen strenger, also nicht wirklich strenger, aber oben geht es wesentlich leichter. Ich glaube, man kann es auch sehen als unten. Ja. Und das lassen wir jetzt über Nacht trocknen. Ja, liebe Zuschauer, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich habe doch noch mal hinten zwei Lager eingeklebt, also auf der anderen Seite. Allerdings nur ein Drittel von der Länge. Damit funktioniert es ganz gut, habe ich gesehen. Und so gefällt mir es einfach besser. Deswegen, ja, hätte man nicht machen müssen, aber irgendwie, ja, hat es mir keine Ruhe gelassen.
Wer meine Videos kennt, der weiß, wie gerne ich schleife mit der Hand. Aber naja, ich denke, die Mühe wird belohnt hier. Wird schon schöner, wenn man da noch ein bisschen Handarbeit verrichtet. Ja, die Oberseite von unserem Winkel, die schleifen uns jetzt auch schön plan hier. Denn da kommt ja jetzt unser Verschiebeteil drauf. Das wird dann festgeleimt. Und zunächst müssen wir uns aber zum Einrichten hier unsere M6 Spreizmutter noch befestigen. Ich gehe 7 mm von dieser linken Kante nach innen und bohre dann in der Mitte hier ein Loch von 7,5 mm. Der ein oder andere mag sich jetzt fragen, warum gehe ich denn nicht hier in die Mitte? Also wir haben ja hier 20 von dem Teil, könnte ich ja bei 10 auch das Loch bohren. Nun, wenn ich ein bisschen weiter hierher gehe, können wir kleinere Durchmesser dann hinterher anreißen. Ja? Also je weiter wir ja wegkommen von der Kante, umso größer muss unser Radius oder unser Durchmesser sein, den wir hinterher anreißen können. Das heißt, vorteilhaft ist es, wenn wir möglichst nahe hier mit unserem Anreißstift an diese Kante kommen. Ja, dieser Spreizdübel, der hat ja so eine geriffelte Oberfläche und die kann man verwenden, um diese Bohrung hier ein bisschen aufzufeilen, sage ich mal. Und warum wollen wir die auffeilen? Nun, wie der Name das schon sagt, der Spreizdübel, der spreizt sich ja auseinander. Und wenn das natürlich alles zu streng ist und zu eng ist hier, dann besteht die Gefahr, dass wir unser schönes Holz hier, das einfach auseinandersprengen oder auseinanderreißen. Das ist ja Massivholz und kein Multiplex oder was. Und das wäre natürlich jammerschade. Deswegen lieber sitzt der ein bisschen lockerer, sage ich mal. Der Sekundenkleber hält es dann schon, als zu fest. Und wir zersprengen uns den Schieber. Dann müssten wir ja alles wieder von vorne anfangen. Wäre ja jammerschade. Es hat aber noch einen weiteren Vorteil, wenn wir den Spreizdübel jetzt leicht einschieben können. Weil dann können wir uns die ideale Tiefe bestimmen. Das soll ja so sein, dass die Schraube, die wir eindrehen, ganz zum Schluss, also kurz bevor die Spitze unten raussteht, streng geht. Das heißt, der Spreizdübel sich auseinanderdehnt, ja, damit die dann auch fest sitzt. Und diesen Punkt habe ich jetzt fast. Das heißt, ich muss den Dübel ein bisschen tiefer setzen, damit unten die Schraube schön festgehalten wird, dann in der richtigen Position. Und diesen Abstand, den müssen wir halt jetzt abschneiden von dem Spreizdübel, am besten messen und dann mit der Metallsäge absägen. Ja, ein bisschen Sekundenkleber auf unseren Spreizdübel, den baden wir da drin und dann in der richtigen Tiefe einsetzen. Kann man ja schnell nochmal kontrollieren und bei mir stimmt es, bei mir schaut es jetzt genau ein Ticken unten raus, die Schraube. Wenn es jetzt nicht so super genau passt, ist auch nicht so schlimm. Ich sag mal, wenn es ein bisschen zu lang ist, dann kann man ja hinterher die Schraube noch entsprechend kürzer schleifen. Also die Spitze ein bisschen den Winkel steiler machen. Die ziehen wir jetzt auch gleich fest. Dann presst den gescheit rein. Und dann haben wir eine schöne Klebeverbindung. Und wieder einmal schleifen, bis es schön glänzt. Ich habe jetzt noch mal zwei so kleine, wie sagen wir denn dazu, Abstandhölzchen, Streifen aus Zwetschgenholz geschnitten. Die möchte ich hier auf diesem Winkel noch anbringen und die dienen rein der Optik. Ich möchte hier einfach noch einen Streifen dazwischen haben. Keinerlei funktionellen Hintergrund, reine optische Geschichte. Muss man nicht machen, kann man machen. Ja, dann noch ein paar Klemmen drauf und dann können wir es auch bald schon weiterverarbeiten. Der trocknet recht schnell. Der Knochenleim, das ist auch ein Vorteil von dem. Der ist einfach so schön, der Riegelauern. Wahnsinn, oder?
Ja, zum Einstellen oder Nivellieren von unserem Centerfind oder Zentrumsfinder nehmen wir uns jetzt einfach eine große Platte. Ich habe hier ein großes Stück MDF und habe mir hier 45-Grad-Linie angerissen. Weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. So, unseren Winkel, den befestigen wir uns jetzt mit Doppelklebeband hier an dieser 90-Grad-Kante von unserer großen Platte. Also hier ist der 45-Grad-Anriss. Den habe ich jetzt einfach mit Doppelklebeband hier schön fixiert. Und zwar so, dass er ein bisschen übersteht. Da kann man sich ruhig eine Ziehklinge zum Beispiel zur Hilfe nehmen, dass man also hier einen ganz leichten Überstand hat. Wir wollen ja letztendlich dieses Teil hier drauf verleimen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir da ja ein bisschen nach oben erhaben sind mit unserem Winkel oder Schenkel hier. So, als nächstes zeichnen wir uns hier unsere Tiefe ein von den Führungsstangen. Warum machen wir das? Nun, wir wollen das ja hinterher so abschneiden, dass die auf jeden Fall versenkt bleiben, also dass man die nicht sieht, diese Stangen. Kann man sich vielleicht jetzt schwer vorstellen, aber ich denke, wenn wir es dann machen, hinterher ist es klar. Also ich habe jetzt hier ein bisschen Zugabe gemacht. Wir haben ja 15 eingebohrt. Ich habe jetzt hier 18, ein bisschen mehr angezeichnet. Mache ich auf der anderen Seite auch noch. Ja, hier sieht man es vielleicht ganz gut. Hier ist nochmal die Markierung. Und dieser Teil, also der Teil, in dem die Bohrung ist für unsere Linearstange, der sollte auf jeden Fall in dem Bereich bleiben, weil das schneiden wir ja hinterher ab hier. Diese Kante, die da übersteht, die schneiden wir an der Stelle ab. Das heißt, wenn man hier zu weit reingeht, dann sieht man wieder diese Linearführungen und das wollen wir nicht haben. Ja, unseren Schieber, den schieben wir ganz aus, sage ich mal, und markieren dann hier auch schon die Stelle. Ja, ein bisschen eine knifflige Geschichte. Ich habe jetzt hier die Madenschraube eben in der Bohrung. Das dreht sich da drum. Dann nehmen wir hier ein Stück Holz, von dem wir wissen, dass es exakt parallel ist. Legen es hier an. So. Und dann nehmen wir hier den 45-Grad-Winkel und schauen eben, dass es auch da unten stimmt. Und mal gucken, ja, von der Markierung her stimmt's. Dann hier wieder einhängen und an die gewünschte Position schieben. Nochmal den Winkel überprüfen, dass der stimmt. Das muss er ja jetzt nicht super stark angeklemmt werden. Nochmal den Winkel überprüfen. Jo. Ja, diese beiden Auflagen auf den Schenkeln, die kleben wir jetzt fest oder leimen wir fest. Ja, liebe Zuschauer, jetzt schneiden wir uns hier diese ganze Geschichte in Form. Und zwar habe ich hier eine Multiplex-Platte. Es kann aber irgendwas anderes auch sein. Wichtig ist, dass es eben rechtwinklig ist und einigermaßen nicht zu klein, damit wir da auch mit den Händen vom Sägeblatt wegkommen. Und da habe ich mir das Ganze jetzt festgespannt mit einer Zwinge und dann schneidet man im Prinzip hier das Ganze mal auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite plan. Ich schneide jetzt nicht alles auf einmal ab, sondern nähere mich an die Endform. Einfach ein bisschen vorsichtig schneiden da. So, liebe Zuschauer, wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Schleifen per Hand. Aber ja,
Ich denke, mit den ganzen kleinen Kanten und Ecken und so weiter geht es eigentlich nicht anders, dass man da was Schönes hinbekommt. Und so viel ist es ja jetzt auch nicht. Ja, wie gesagt, ein kleines Stückchen Ebenholz rundgedrechselt, da machen wir unseren Knauf drauf, beziehungsweise unseren, ja, wie sagt man, den Knopf für den Verschieber. Und da werde ich jetzt auf der einen Seite hier vorne wieder einen Spreizdübel einkleben, damit wir das auf die Madenschraube dann aufdrehen können. Dazu bohre ich eine 7,5er Bohrung. Ja, und auch hier mache ich es so, dass ich unter der Zuhilfenahme von dem Spreizdübel das Loch wieder ein bisschen auffeile, damit es nicht zu streng oder zu eng ist, sonst sprengt es uns ja diesen Knauf. So, jetzt habe ich hier wieder ein Stückchen von meinem Spreizdübel abgeschnitten, den vorderen Teil da, und das Ganze einfach auf dem Gewinde geschraubt, M6er Gewinde Stange, und den schmieren wir jetzt mit Sekundenkleber ein, ordentlich, und dann kommt das Ganze hier in unsere Bohrung. Die Gewindestange lassen wir gleich drin und kontern sie mit zwei Muttern fest, und dann können wir das Ganze daran auch einspannen. Nicht notwendig, aber schön, kommt jetzt hier noch ein kleines Stückchen Messing rein. Der Kontrast zu dem Ebenholz ist natürlich wunderbar und ja, funktionell, keinerlei Bewandtnis, aber schön halt. Habe jetzt noch ein bisschen Holzwachs drauf und einpoliert. Ja, ich denke, das kann man lassen. Gefällt mir recht gut. Und jetzt kümmern wir uns noch um diese Endkappen hier. Da wollten wir ja noch zwei drauf machen, damit uns der Schieber hinten nicht abhaut. Ja, liebe Zuschauer, das ist schon klar. Diejenigen, die eine Drehbank besitzen, die werden sich jetzt wahrscheinlich dumm und dämlich lachen, was ich hier mache. Aber die hat halt wieder jeder. Und ich versuche halt auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sich hier behelfen kann. Also ich habe das Messingröhrchen, das wir uns ja selber aufgebohrt haben, einfach auf einen 6er Holzstange aufgespießt, sage ich jetzt mal. Und einfach in die Drechselbank eingespannt, und jetzt zerschneiden wir es halt hier mit der Laubsäge. So, da haben wir unsere zwei Ringerl, und die habe ich innen entfettet, hier natürlich die Flächen auch entfettet, und dann machen wir jetzt einfach ein bisschen ganz wenig Sekundenkleber drauf. Wie gesagt, die müssen ja nicht viel aushalten, und schieben die da drauf. So soll es sein. Wenn jetzt hier noch ein bisschen Klebstoff rausschaut, den kann man ja mit Stahlwolle einfach abreiben. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Lieblingspart, dem Einölen. Und ja, das kommt natürlich jetzt wunderbar hier mit dem Zwetschgenholz und dem Riegel auch an. Doch eine Augenweide, oder?
Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist er fertig geworden, unser Deluxe Zentrumsfinder oder Centerfinder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, fürs Zusehen. Und ja, vielleicht baut der eine oder andere den Zentrumsfinder nach. Würde mich sehr freuen. Wenn ja, könnt ihr mir eine große Freude machen, wenn ihr mir einfach ein Bild davon schickt. E-Mail-Adresse ist ja unten im Impressum. Würde mich sehr freuen, darüber einfach mal zu sehen, wie der mit vielleicht anderen Holzkombinationen ausschaut. Gerne auch einen Kommentar hinterlassen, gerne auch eine Kritik, wenn sie konstruktiv ist am liebsten. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen, für eure Zeit. Wünsche euch alles Gute, freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, macht es gut. Servus, euer Markus.